nutzen Sie Kofferdamm, nutzen Sie ein Mikroskop. Und ich würde auch fragen, hat die Diagnostik oder wird die Diagnostik tatsächlich so gemacht, wie ich es mir vorstelle? Also nicht nur, sage ich mal, ein bisschen rumgeklopft, ja, Zahn tut weh, okay, wir machen eine Wurzelkanalbehandlung, sondern guckt man sich das aus verschiedenen Aspekten an. Wie lange tut der Zahn weh? Was gibt es für eine Vorbehandlung? Wurde schon mal eine Wurzelkanalbehandlung gemacht? Das ist auch durchaus denkbar, dass auch ein bereits wurzelkanalbehandelter Zahn mit Wurzelfüllung schmerzt. Röntgenbild, man kann auch, bei uns kann man es sowieso machen, weil das ist auch unabdingbar für eine allgemein gute oralmedizinische Diagnostik, ein dreidimensionales Röntgenbild machen. All diese Dinge in Zusammenhang natürlich auch mit dem empathischen und ehrlichen Auftreten des Behandlers würde ich für meine Wertschätzung dessen ansetzen.